Liebe Viertklässler, wie schön, dass ihr euch fürs Laurentius-Gymnasium interessiert. Leider könnt ihr ja unsere Schule jetzt nicht vor Ort anschauen. Dafür wollen wir euch heute zu einem virtuellen Rundgang durch die Schule einladen. Ich bin Frau Vanja Olbrich, die Schulleiterin vom Laurentius-Gymnasium. Und zu Beginn würde ich euch gerne eine Geschichte erzählen. Die Geschichte von unserem Namenspatron Laurentius. Laurentius lebte vor 1700 Jahren in Rom. Und er hatte eine schwere Aufgabe. Er musste die Gemeinde in Rom leiten. Was war passiert? Der Kaiser hat den Bischof von Rom umbringen lassen, weil er an die Kirchenschätze wollte. Laurentius war unglaublich besorgt. Was sollte er nur tun? Dabei hatte er eine Idee. Er nahm all die Kirchenschätze und verschenkte sie an die Bedürftigen und Benachteiligten der Gemeinde. An dem Tag aber, als der Kaiser von ihm die Übergabe der Kirchenschätze verlangte, nahm er all die Menschen, die Kinder, die Benachteiligten, die Behinderten, die Armen, die Waisen mit und zog dem Kaiser entgegen. Der Kaiser sagte: Laurentius, übergib mir jetzt die Kirchenschätze. Da drehte sich Laurentius um und sagte: Erhabener Kaiser, die wahren Schätze der Kirche, das sind die Menschen hier. Warum ich euch diese Geschichte erzähle? Die wahren Schätze unserer Schule, das sind die Kinder. Das seid ihr. Und deshalb freuen wir uns so, wenn ihr zu uns an die Schule kommt. Und jetzt lade ich euch ein zu einem Rundgang durch die Schule. Schule finde ich, dass man halt verschiedene Angebote bekommt. Ich gehe zum Beispiel in den Unterstufenchor und da singen wir halt dann auch und da gibt es dann eine Chorfreizeit und das macht halt sehr viel Spaß immer. Und das ist halt der Unterschied auch zur Grundschule, finde ich, dass es halt verschiedene Angebote gibt. Hallo, ich bin Joe aus der 5. Klasse und ich mag das Laurentius-Gymnasium, weil die Lehrer nett sind und den Stoff gut beibringen. Das ist eine tolle Atmosphäre und es ist einfach, die Sachen zu lernen. Hallo, mein Name ist Wolfgang Fischer, ich bin Lehrer am Laurentius-Gymnasium. Ich unterrichte hier gerne, weil die Atmosphäre zwischen Schülern und Lehrern besonders gut ist. Das Schöne hier in Neuendettelsau ist, dass wir so ein großes Gelände haben, dass in der Pause sehr viele Spielmöglichkeiten bereitstehen oder Spielplätze bereitstehen, wo man sich aufhalten kann und auch Spaß haben kann. Unsere Klassenräume haben elektronische Tafeln und Tafeln, die man einfach wegheben kann und woanders hinstellen kann. So kann man natürlich einen interessanteren Unterricht machen.
jeder Klasse sind ungefähr 23 Schüler. Das ist super, weil die Lehrer mehr Zeit für uns haben. Jede fünfte Klasse hat Tutoren, das sind ältere Schülerinnen und Schüler. Die spielen mit uns in der Pause, gehen mit uns auf den Wandertag und die können wir alles fragen, was wir wollen. Ich heiße Lotte, ich gehe in die 5D. Und ich hier an der Schule finde ich ganz besonders, dass es halt so viel Altersklassen gibt, aber trotzdem alle gut sich verstehen und es gibt nie Streit und Prügeleien oder so. Also. Also das Schulgebäude, das ist ganz groß und besonders ist halt, es gibt so ganz moderne Räume und es gibt dann aber auch Klassenzimmer, die ein bisschen älter sind. Also es ist bunt gemischt, sage ich jetzt mal, und dann macht es auch einfach mehr Spaß, der Unterricht. Und unser Pausenhof, der ist ganz groß und in den Pausen, da dürfen wir zum Beispiel auch auf den Sportplatz oder in die Bücherei und wir haben auch einen Pausenverkauf und ja. Also im Moment ist halt noch die Baustelle, aber das finde ich überhaupt nicht schlimm eigentlich, weil der Pausenhof an sich ist ziemlich groß und der Sportplatz ist eben auch noch als Pausenhof und da ist es halt ein ziemlich großer Pausenhof, finde ich. Also toll finde ich an der Schule, dass halt überall Bilder hängen und dass es sehr künstlerisch ist und dass überall Texte hängen. Dass man so perfekt ist, wie man ist und so wird man halt dann auch angenommen. Das finde ich sehr schön. Wir haben eben den Ganztag und normale Regelklassen. Der Ganztag, da sind alle Kinder zusammen und verbringen den Tag miteinander und gehen dann um 13 Uhr auch essen. Und die Regelklasse, die wird dann erstmal das Gebäude kennenlernen und sich dann langsam einfinden und dann geht der Unterricht richtig los. Der Ganztag bei uns ist ein ganz ausgewogenes Konzept. Das wurde in jahrelanger Arbeit zusammengestellt und die Eltern und die Kinder sind immer ganz positiv davon angetan. Und zwar haben wir von 8 bis 16 Uhr so einen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Und außerdem gibt es Zusatzstunden in den Hauptfächern, wo man die Kinder beim individuellen Leistungsstand auch abholen kann. Das ganz Tolle an diesem Konzept ist, dass auch ausschließlich Lehrkräfte unterrichten in den Lernzeiten, die auch selbst in dieser Klasse sind. Also wir haben keine Zusatzkräfte, sondern ausschließlich Lehrkräfte. Und dafür sind die Kinder immer sehr, sehr dankbar, weil es einfach ein sanfterer Übergang ist von der Grundschule ans Gymnasium. Und ich bin die Koordinatorin vom Ganztag. Wenn Sie möchten, können Sie mich sehr gerne anrufen oder auch eine E-Mail schreiben. Wir haben noch Plätze in diesem Jahr für den gebundenen Ganztag. Also das ist der Toni, das ist unser Schulhund. Der kommt 2 bis 3 Mal in der Woche zu uns in die Klasse. Und der ist unser Sorgenfresser. Also der merkt, wenn uns einmal nicht so gut geht oder man traurig ist. Und dann kommt er zu einem, lässt sich streicheln und heitert uns quasi auf. Und er ist dann im Unterricht immer dabei und wir machen dann ganz normal Unterricht. Aber der Toni geht dann quasi zu uns und lässt sich streicheln oder schläft unterm Pult.
Du kannst dich bis zum 13. Mai am Laurentius-Gymnasium anmelden und es wäre toll, wenn du zu uns kommst. Ja, ich habe den Satz vergessen. Was war der erste Satz? Es fährt er rückwärts. Wir haben alle möglichen technischen Geräte. Das beginnt mit dem Whiteboard und wir haben... Cut. Also ich kann es jetzt auch nicht versprechen, ob ich da durchkomme. Ja? Ja, okay. Wir können ansetzen. Ja.